Ja, einen schönen guten Morgen miteinander. Ich freue mich, Sie von Oppert Hygiene heute recht herzlich begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Markus Theissen. Ich begrüße Sie heute aus dem beschaulichen Issum und führe Sie durch das heutige Webinar. An meiner Seite darf ich unseren Medical Director, Dr. Andreas Glöckner, begrüßen. Durch seine 25-jährige Erfahrung als Internist, Infektiologe und Intensivmediziner im Krankenhaus kennt er die Herausforderungen bei der Händehygiene im medizinischen Alltag nur zu gut. Er wird das Webinar mit seiner Expertise bereichern und im Laufe des Webinars auf einige Fragen gesondert eingehen. Ja, heute schauen wir uns ganz konkret an, welche Anforderungen für Händedesinfektionsmittel und Seifenspender im Krankenhaus überhaupt existieren. Denn immer mal wieder treten Fragen dazu auf und wir versuchen heute etwas Licht ins Dunkeln zu bringen. Als Basis dafür, für das Ganze, was wir heute besprechen, dient die aktuelle Krinko-Empfehlung zur Händehygiene aus dem Jahr 2016. Ja, als Überblick die Agenda im Detail. Zunächst werden wir uns ansehen, welche Aufgaben die Krinko hat und wie sich die Kommission eigentlich zusammensetzt, um dann auch zu sehen, wieso medizinische Einrichtungen ihr überhaupt folgen müssen. Danach blicken wir darauf, wie ein Krankenhaus mit Spendern für die Händehygiene ausgestattet sein muss. Und danach gehen wir noch auf die einzelnen Anforderungen ein, die ein Seife- und Händedesinfektionsmittelspender mitbringen und erfüllen muss, um überhaupt im Gesundheitswesen eingesetzt werden zu dürfen. Ja, und ganz zum Schluss beantworten wir natürlich noch gerne offene Fragen. Sie können uns jederzeit Ihre Fragen zukommen lassen. Sie haben in Ihrem Webinarfenster ein entsprechendes Feld. Da können Sie, wie gesagt, jederzeit Ihre Fragen reinschreiben. Wir sammeln diese dann gebündelt und gehen am Ende des Webinars dann auch jeweils darauf ein. Ja, bevor wir tiefer einsteigen, möchte ich Ihnen noch wie versprochen Oppert kurz und knapp vorstellen. Gegründet wurde das Unternehmen von Hermann Oppert im Jahr 1962, auch hier in Issum am Niederrhein, und ist seitdem familiengeführt. Mittlerweile führt sein Sohn Heiner Oppert hier die Regie und auch die dritte Generation ist bereits an Bord. Die Oppert-Unternehmensgruppe verteilt sich auf drei Kontinente. Wir haben neben dem Werk hier in Deutschland weitere europäische Standorte in Belgien, der Schweiz und in Irland. Den nordamerikanischen Markt bedienen wir von Kanada aus, der einen Schwerpunkt auf der Pumpenproduktion hat. Im asiatischen Raum wird neben unserem Werk auf den Philippinen demnächst ein weiterer Standort in Armenien eröffnet. Ja, Stand heute haben wir ja schon über 900 Mitarbeiter weltweit. Die Zahl steigt momentan stetig und gefühlt von Woche zu Woche. Von diesen 900 Mitarbeitern entfallen etwa 10% auf unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung, was einen überdurchschnittlichen Anteil darstellt. Also da sind wir auch besonders stolz drauf. Besonders stolz sind wir bei Oppert auch auf unsere 400 Patente im Bereich der Spendersysteme und Pumpentechnologien. Unsere Produktpalette umfasst dabei insgesamt mehr als 1000 Artikel für die Händehygiene im medizinischen Bereich, aber auch im öffentlichen Raum. Ja, unser tagtägliches Tun und Handeln wird ganz wesentlich von unserer Unternehmensmission Break the Chain of Infection geprägt. Das bedeutet, jeden einzelnen Spender, den wir fertigen, jede einzelne Pumpe, die wir zusammenbauen, unsere gesamte Energie fließt quasi in diese Mission, die letztendlich Leben rettet. Und so definiert sich unsere Vision, dass unsere Produkte möglichst viele Menschen auf der Welt erreichen sollen und wir so einen universellen Zugang zu lebensrettenden Hygienelösungen bieten. Ja, das war Oppert kurz und knapp vorgestellt. Und dann kommen wir an dieser Stelle auch schon zu unserem ersten Themenblock, in dem wir uns explizit einmal angucken, wer die Krinko überhaupt ist und wie sie aufgebaut ist. Ja, ganz grundsätzlich zur Struktur lässt sich sagen, dass die Kommission für Krankenhaushygiene und
Infektionsprävention mit ihrer wissenschaftlichen Geschäftsstelle an dem Robert-Koch-Institut angesiedelt ist. Und ja, in der Regel, das werden Sie wahrscheinlich schon häufiger gesehen haben, mit dem Akronym KRINKO abgekürzt wird. Dabei entwickelt die KRINKO Empfehlungen zur Prävention nosokomialer Infektionen sowie zu betrieblich-organisatorischen und baulich-funktionellen Maßnahmen der Hygiene im Gesundheitswesen. Diese Empfehlungen werden natürlich immer State of the Art aktualisiert und anschließend in aller Regel vom RKI, also vom Robert-Koch-Institut, in ihrem epidemiologischen Bulletin oder auch im Bundesgesundheitsblatt veröffentlicht. Ja, die Aufgaben und Kompetenzen der KRINKO sind bereits seit dem Jahr 2001 im Infektionsschutzgesetz definiert und somit in gewisser Weise auch gesetzlich verankert. Ja, speziell auf diesen Gesetzescharakter werden wir jetzt gleich nochmal genauer eingehen, um Ihnen das dann näher zu bringen. Ja, um auch den geschichtlichen Hintergrund heute nicht zu vernachlässigen, eine kleine interessante Zahl am Rande, die mir bei der Recherche aufgefallen ist. Die KRINKO wurde 1974 geschaffen, ins Leben gerufen, damals allerdings noch unter dem Namen Kommission für Krankenhaushygiene. Die erste Richtlinie erschien dann 2 Jahre später, im Jahr 1976. Ja, und auch noch auf den letzten Punkt der Folie einzugehen. Natürlich ist in der KRINKO geballtes Expertenwissen vereint. Insgesamt gehören ihr zurzeit 18 Mitglieder an, die vom Bundesministerium für Gesundheit für 3 Jahre berufen werden. Ja, jetzt kommt etwas Gesetzestext aus dem IFSG, also dem Infektionsschutzgesetz. Dieser sieht vielleicht erstmal etwas wüst aus, ist aber grundsätzlich klar in der Aussage, um den Stellenwert der KRINKO und ihren Empfehlungen zu verstehen. Ja, wenn wir uns den Paragraph 23 angucken, steht in Absatz 3 zunächst beschrieben, dass die Leiter folgende Einrichtungen sicherzustellen haben, dass sie nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, um nosokomiale Infektionen zu verhüten und die Verbreitung von Krankheitserregern, insbesondere solcher mit Resistenzen, zu vermeiden. Dann kommen die einzelnen Einrichtungen des Gesundheitswesens, also Krankenhäuser, Kliniken, Praxen und noch viele mehr. Also es sind insgesamt 12 Einrichtungen dort gelistet. Und dann wird es eigentlich aus meiner Sicht am spannendsten. Denn im Absatz 3 wird dann konkret beschrieben, was den Stand der Wissenschaft quasi darstellt. Ja, und das sind die einzelnen Empfehlungen der KRINKO. Somit wird auch der gesetzliche Charakter der Kommission deutlich und somit im Endergebnis auch ihr Stellenwert für die Krankenhaushygiene. Ja, mit dem Wissen im Hinterkopf schauen wir uns dann nun konkret die KRINKO-Empfehlung zur Händehygiene an, in der die Spendersysteme eine zentrale Rolle einnehmen. Es gibt ja insgesamt zahlreiche Maßnahmen, um Krankenhausinfektionen zu vermeiden. Tatsächlich gilt die Händehygiene in diesem Zusammenhang als wichtigste, effektivste und auch ökonomischste Maßnahme. Von daher ist die KRINKO-Empfehlung von den insgesamt 25 momentan gültigen KRINKO-Leitlinien zu den verschiedenen Schwerpunkten auch eine der umfangreicheren. Auf der Folie sehen wir auch, dass die Empfehlung im Jahr 2016 aktualisiert und im Vergleich zu der Vorgängerversion aus dem Jahr 2000 umfassend erweitert und inhaltlich verschärft wurde. Der deutlich größere Umfang ist für mich auch ein Indiz für die gestiegene Bedeutung der Händehygiene bei der Prävention von nosokomialen Infektionen über die letzten Jahre. Ja, was ist genau passiert zwischen 2000 und 2016? Da haben wir mal zwei Aspekte herauskristallisiert. Ein Passus, der eigentlich als ganz gutes Beispiel dient und sich auch konkret auf die Spender bezieht, ist hier zu sehen. Aus dem Sollten in dieser Empfehlung ist ein Müssen geworden. Und hinzugekommen sind auch ganz neue Kapitel, wie zum Beispiel der Bereich zur Qualitätssicherung, wo speziell Maßnahmen empfohlen werden, um die ja teilweise immer noch eher dürftige Händehygiene-Compliance zu verbessern.
Ja, um den medizinischen Einrichtungen die wissenschaftliche Grundlage der Empfehlung zu verdeutlichen, sind alle Krinko-Leitlinien mit Evidenzkategorien versehen. Diese Kategorien sind so gesehen abhängig von der zugrunde liegenden Studienlage. Insgesamt definiert die Krinko fünf Kategorien, die von einer eher schwachen Empfehlung, bei der nur unzureichende Daten verfügbar sind oder teils auch Widersprüche auftreten, bis zu starken Empfehlungen reichen. Hier sind die Klasse 4 hier unten, vor allem aber auch die Kategorien der Klasse 1 zu nennen, bei denen zum Beispiel systematische Übersichtsarbeiten den Allgemeinnutzen klar aufzeigen. Bei diesen Evidenzkategorien können wir dann auch eher von einer Muss-Empfehlung sprechen, wohingegen die Kategorie 3 eher, sagen wir mal, einen Kann-Charakter hat. Ja, so viel an dieser Stelle zum Hintergrund der Krinko-Empfehlung. Dann kommen wir jetzt ans Eingemachte, sage ich mal, und schauen uns konkret die einzelnen Inhalte der Empfehlung in Bezug auf die Spendersysteme an. Ja, und da wäre zunächst die Ausstattung mit den Händedesinfektionsmittelspendern. Hier beschreibt die Krinko im Kapitel 3 zur hygienischen Händedesinfektion unter den Voraussetzungen in Punkt 3.3 wichtige Aspekte zu Anzahl und Positionierung der Händedesinfektionsmittelspender. Ja, zunächst gilt das Credo, das ist jetzt hier so unten zu sehen, dass überall dort, wo eine Händedesinfektion durchgeführt werden muss, in unmittelbarer Nähe Desinfektionsmittelspender vorzuhalten sind. Die Betonung liegt hier auf unmittelbare Nähe, denn es ist grundsätzlich wichtig, dass für die Mitarbeiter keine zusätzlichen Wege entstehen, um den Workflow nicht zu unterbrechen. Auch nur so ist die Voraussetzung für eine gute Händehygiene-Compliance überhaupt geschaffen. Ja, um den hygienischen Anforderungen und der höheren Anzahl von Indikationen für eine Desinfektion auf der Intensivstation zu entsprechen, fordert die Krinko pro Bett auf der Intensivstation und auf der Dialysestation mindestens einen Händedesinfektionsmittelspender pro Bett vorzusehen und das bettennah. Für die Normalstation gilt die Regel, pro zwei Patientenbetten einen Händedesinfektionsmittelspender vorzusehen und das auch wieder bettennah. Wir lesen jetzt hier jeweils bettennah und fragen uns, warum eigentlich? Ja, wie bereits erwähnt, sollten Desinfektionsmittelspender in der unmittelbaren Nähe der Händedesinfektion vorgehalten werden. Und da die meisten Indikationen für eine Händedesinfektion direkt am Patienten entstehen, ist auch dieser Zusatz bettennah sehr wichtig. Ja, und die Krinko definiert darüber hinaus weitere Installationsorte für die Hygienespender. Hierzu zählen Sanitärzellen in den Patientenzimmern, saubere und unreine Arbeitsplätze und die Visiten- und Verbandswagen. Auch ganz wichtig sind die Schleusenbereiche hier unten. Beispielsweise wäre hier eine Schleuse vor einer Intensivstation zu nennen, die unbedingt auch einen Händedesinfektionsmittelspender vorhalten muss. Ja, grundsätzlich lässt die Krinko offen, welche Spenderart dabei zum Einsatz kommt, also ob manuelle oder berührungslose Spender, die entweder wandmontiert oder mit einer Haltelösung für bestimmte Konstruktionen wie Rohrrahmen oder Normschienen versehen sind. Und auch die Kitteltaschenflaschen werden von der Krinko als mögliche Variante aufgezählt. Ja, das führt uns zu unserem Medical Director, Dr. Andreas Glöckner. Da hätte ich die erste Frage an dieser Stelle, Andreas. Wie viele Spender kommen da auf einer durchschnittlichen Intensiv-, aber auch Normalstation überhaupt zusammen, wenn man die Installationsorte mal zusammenrechnet? Ja, Markus, das kann man relativ einfach beantworten, wobei wir müssen da unterscheiden zwischen den Krinko-Empfehlungen, die ich als noch zu schwach ansehe, aber selbst mit denen musst du bei einer durchschnittlichen Intensivstation heute mit 12 bis 14 Betten, kleinere sind ja unwirtschaftlich beziehungsweise ja, können sich nicht wirklich darstellen, größere sind unübersichtlich und werden mehr und mehr verlassen. Also 12 bis 14 Betten ist das, was so jetzt angestrebt wird. Da kann man ganz schnell mal 50 und mehr Spender einsetzen, wenn man sieht, wo überall
Händedesinfektionsspender installiert werden müssen. Weil auf der Normalstation, die in der Regel ja etwa doppelt so groß ist, unterscheidet sich die Zahl auch nicht so. Da sind ja dann ja, 25 bis 30 Betten immer in Abhängigkeit von der Pflegebedürftigkeit, vom also letztendlich Personalaufwand oder vom Aufwand, diese Patienten zu betreuen. Aber ich muss eigentlich sagen, eine zum Beispiel moderne Intensivstation muss nicht einen Spender pro Bett haben, sondern zwei bis drei Spender. Denn wenn wir mal überlegen, was für Patienten dort betreut werden, das sind ja 100% auf Hilfe angewiesene Patienten, die gepflegt, ernährt, gelagert werden müssen. Und da braucht man meistens zwei Pflegekräfte pro Bett. Das heißt, jeder steht auf einer Seite. Also sollte auch bitte an jeder Seite, meistens am Kopfende, auch ein Spender vorgehalten werden. Idealerweise auch noch einer am Fußende, sodass, das kann man sich so merken, diese V-Positionierung von Spendern dort mal den Idealzustand darstellen. Wo die Krinko gar nicht drauf eingeht, ist die dritte Kategorie von Stationen. Das ist die Intermediate Care Station. Die sehe ich aber eindeutig auch eher auf der Seite der Intensivstationen. Also letztendlich ist das schon eine häufig sehr unterschätzte Anzahl von Spendern, die dort zur Verfügung gestellt werden muss, um letztendlich patientennah, bettnah und auch an den anderen Orten, die hier aufgeführt sind, ordentliche Verhältnisse zur Händehygiene zur Verfügung zu stellen. Ja, vielen Dank, Andreas, für die Einschätzung aus deiner Sicht. Da schauen wir uns nun an, wie unser medizinischer Handwaschplatz überhaupt aussieht. Auch hier gibt die Krinko in Kapitel 5 klare Empfehlungen vor und legt sich auch hier klar fest, die Kommission möchte keine mobilen Spender oder Kitteltaschenflaschen, sondern fest wandmontierte Geräte. Ja, jeweils ein Spender für Seife und einen für Händedesinfektionsmittel. Darüber hinaus sind natürlich auch entsprechende Vorrichtungen zur Händetrocknung wichtig. Hier empfiehlt die Krinko die Einmalhandtücher und führt weiter aus, dass die Spender für Einmalhandtücher eine einfache Entnahme ermöglichen müssen, ohne dass die nachfolgenden Handtücher und die Entnahmeöffnung kontaminiert werden. Die Kommission positioniert sich ganz klar gegen elektrische Warmlufttrockner. Zum einen aufgrund der vergleichsweise geringeren Trocknungswirkung und zum anderen wegen der fehlenden mechanischen Entfernung von Rückständen beim Trocknen, wie zum Beispiel dem Entfernen von Seifenresten oder auch Hautschuppen. Um den Handwaschplatz vollständig zu machen, ist natürlich auch noch ein entsprechender Abfallbehälter für die gebrauchten Einmalhandtücher vorzusehen, als dritter Punkt. Ja, Andreas, an welchen Punkten ist ein medizinischer Handwaschplatz überhaupt vorzusehen? Und wieso sollten hier eigentlich sowohl Seifen- als auch Händedesinfektionsmittelspender installiert werden? Ja, das kann man ganz eigentlich relativ schnell aufzählen, wo das notwendig ist. Das ist einmal, wenn wir ins Patientenzimmer gucken, in die hoffentlich vorhandene Nasszelle für ein Patientenzimmer, also Toilette, Dusche, Waschplatz. Da sollte das natürlich vorhanden sein. Dann müssen wir auch ans Personal denken, also sämtliche Sanitäreinrichtungen für das Personal, Waschplätze an reinen und unreinen Arbeitsplätzen, kann man eigentlich sich ganz einfach merken, eigentlich überall, wo im Patientenversorgungsbereich Waschgelegenheiten existieren. Die Diskussion gilt schon seit mehreren Jahren um die Waschplätze in den Patientenzimmern, also direkt in dem Patientenzimmer, wo ja Herrichtungen von Medikamenten etc. in der Nähe auch stattfinden. Empfohlen sind die so nicht mehr. Wenn man die dort hat, kann man sie sicherlich nutzen, muss aber letztendlich einen Spritzschutz anbringen, um eine Kontamination von angrenzenden Arbeitsflächen, die sind ja häufig integriert sogar in Arbeitsflächen, zu vermeiden. Ne? Und bei der ganzen Geschichte müssen wir auch an die Legionellen denken. Darum sind da auch entsprechende Sachen zu bedenken. Aber das führt, glaube ich, hier ein bisschen weit. Wir wollten ja über den Händewaschplatz an sich sprechen.
Ja, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt auch von der Ausstattung zu den einzelnen Anforderungen, die die Krinko an die Spender stellt. Da gibt es einige Dinge zu beachten, die die Krinko ganz konkret in Kapitel 7 ihrer Leitlinie aufgeführt hat. Und die fassen wir jetzt auf den folgenden Folien einmal zusammen. Ja, für mich wahrscheinlich der wichtigste Aspekt zuallererst die Herstellerunabhängigkeit. Das bedeutet konkret, dass die Spendersysteme so konzipiert sein sollten, dass Desinfektionsmittelgebinde unterschiedlicher Hersteller eingesetzt werden. Man spricht auch in diesem Zusammenhang von dem ja, sogenannten Euroflaschenstandard. Es gibt immer noch Hygienespender auf dem Markt, die nur Gebinde eines einzelnen Herstellers aufnehmen können. Ja. Das schränkt im Endergebnis die Flexibilität und auch die Versorgungssicherheit enorm ein. Gerade führt uns die Covid-19-Pandemie vor Augen, was dann die Folgen letztendlich auch für die Häuser sind. Ja, nämlich, dass die Kliniken nicht mal eben auf ein anderes Mittel umstellen können und infolge der Lieferengpässe der Chemielieferanten ihre Spender sogar im schlimmsten Fall austauschen müssen. Ja, dieser Aspekt der Versorgungssicherheit ist auch ein Hauptgrund, weshalb sich die Krinko für den Einsatz der sogenannten Eurospender ausspricht. Der Eurospender bzw. die Euroflasche ist ein in Form und Größe genormtes System, das sich mit den 1970er Jahren in Deutschland etabliert hat und wurde damals auch genau aus diesem Grund entwickelt, da im Zuge der Händedesinfektionsmittel Revolution auf Alkoholbasis, wenn ich das mal so nennen darf, immer mehr Hersteller auf den Markt drängten. Ja, somit dient dieser Passus der Krinko letztendlich dazu, die Grundvoraussetzung für die Handyhygiene in Gesundheitseinrichtungen überhaupt zu schaffen. Ja, Andreas, an dieser Stelle, wie siehst du den Stellenwert des Euroflaschenstandards aus medizinischer Sicht? Ja, ich werde darauf gleich antworten. Mir scheint es aber auch wichtig, um nochmal die Firma Oppert dort ein bisschen ins richtige Licht zu rücken und letztendlich auch die Leistung von Hermann Oppert nochmal zu würdigen, der in entscheidender Weise mit hingewirkt hat, dass dieser Euroflaschenstandard so etabliert wurde und immer ein Verfechter auch dieses Standards war und ist. Nun zur eigentlichen Frage. Also für mich ist das Ganze einen absolut hohen Stellenwert. Du hast ja schon viele Dinge angeführt, warum. Und ich kann mir eigentlich aufgrund der vielfachen Vorteile für die Praxis gar nichts anderes vorstellen. Aber nochmal zusammengefasst, was ist für mich wichtig bei diesem offenen Spendersystem mit der Euroflasche? Wir haben ja eine große Vielfalt von Händedesinfektionsmitteln, Seifen und auch Handpflegeprodukten. Und die können allesamt, so sie in der Euroflasche abgefüllt sind, auch in einem Eurospender eingesetzt werden. Diese freie Austauschbarkeit bei Lieferengpässen, und da gibt es vielfältige Möglichkeiten, wie das zustande kommen kann. Sei es in der Herstellung, ein Werk ja, wird außer Betrieb gesetzt durch Brand, technische Defekt, Streik etc. Also da gibt es so viele oder die Transportwege sind gestört, dann kann es doch absolut zum Engpass kommen. Und ein anderer Aspekt, der jetzt sag mal, von der Fachlichkeit mich auch umtreibt, das absolut zu propagieren ist, dass nicht alle Hersteller haben Händedesinfektionsmittel mit einem entsprechenden Spektrum, was durch entsprechende ja, Infektions- oder Ausbrüche in den Häusern praktisch notwendig werden kann. Und dann kann man halt ganz einfach auf ein entsprechendes Mittel mit dem entsprechenden Wirkspektrum wechseln. Und wie du schon gesagt hast, Covid-19 hat uns das absolut nochmal vor Augen geführt, dass das, was mit Gebinden von einzelnen Herstellern, die also nur geschlossene Systeme haben, also nur ihre Gebinde dem Endnutzer geben, gar nicht möglich ist. Die Abfüllbarkeit von selbst hergestellten Händedesinfektionsmitteln
durch die Kliniken, durch die Apotheken in den Euroflaschen. Also die haben sich letztendlich Euroflaschen besorgt oder im ganz schlimmen Falle sogar aufbereitet, weil auch diese dann irgendwann nicht mehr im entsprechenden Umfang zu bekommen waren, haben sich letztendlich bei den Brennereien das hochkonzentrierte Ethanol gekauft und dann letztendlich selbst Händedesinfektionsmittel oder Desinfektionsmittel an sich hergestellt, um den Betrieb in guten hygienischen Verhältnissen weiterlaufen zu lassen. Als zweiten Punkt, direkt nach dem Euroflaschenpassus geht die Krinko auf eine mögliche Kontaminationsgefahr der Pumpköpfe ein. Gerade wenn freistehende Gebinde mit aufgeschraubten Kunststoffpumpen eingesetzt werden, kann das Risiko einer Kontamination steigen, da dann vor allem ergonomisch bedingt nicht der Ellbogen oder der Unterarm für die Betätigung der Pumpe genutzt werden kann. Ja, denn wenn man sich vorstellt, wie klein dieser Pumpkopf ist, ja, ist eigentlich nur das Betätigen mit der Hand oder mit dem Daumen möglich. Hier ist aus meiner Sicht ein Spender mit einer installierten Pumpe sinnvoll, der einen Kontakt zwischen Hand und Pumpkopf per se vermeidet. Auch bei den Kitteltaschenflaschen sieht die Krinko einen Nachteil in der Kontaminationsgefahr, nämlich dann, wenn die Flaschen falsch vom Klinikpersonal angewendet werden. Ja, Andreas, die Krinko geht speziell auf die Pumpköpfe bzw. den Auslauf der Pumpe ein. Siehst du noch andere Stellen an der Pumpe bzw. am Spender, auf die hinsichtlich der mikrobiellen Gefahr geachtet werden sollen? Na, bezüglich einer Kontamination ist der Pumpkopf oder der Auslauf besser gesagt. Also Pumpkopf ist für mich ein erweiterter Begriff. Also geht ja um den Auslauf da, wo das Ende des Infektionsmittels letztendlich austritt. Das ist, wie gesagt, der sensibelste Bereich. Aber auch der Hebel, also bei manuell betätigten Spendern, der Hebel ist ein weiterer Hotspot für Erregeransammlung und ja, damit für Kreuzkontamination. Und wie eine interne Untersuchung am UKE in Hamburg ergeben hat, haben die dünnen Rundmaterialhebel aus Edelstahl der Oppert-Modelle Ingoman Plus und RX, so ein Gerät, was wir da im Bild sehen, gegenüber großflächigen Hebeln aus Kunststoff, das ist eine ganz andere Dimension, aber um die entsprechende Stabilität zu erreichen, muss das halt so eine Dimension haben, doch deutliche Vorteile. Also erstmal ist die Fläche, wo sich was ansammeln kann, deutlich kleiner. Die Kontaktfläche ist deutlich kleiner. Eigentlich völlig einleuchtend und logisch, aber man muss es erstmal untersuchen und nachweisen. Ja, danke für die Ausführung. Ein spezielles Thema, das auch den Slide davor tangiert, die Aufbereitung der Spender. Ja, eigentlich ein echter Zeitfresser, aber die Spenderhygiene ist gerade bei dem Einsatz von Handwaschpräparaten wirklich nicht zu vernachlässigen. Hier muss ich sagen, dass die Krinko zumindest, was die Reinigungsfrequenzen und den Umfang der Aufbereitung angeht, recht schwammig formuliert und den Ball eher zu den Gesundheitseinrichtungen spielt. Zumindest stellt die Krinko Anforderungen an die Spender. Und zwar sollten die fixen Innen- und Außenteile bei beiden Spenderarten, also bei Betrieb mit Seife und Händedesinfektionsmittel, aufbereitbar sein. Ob die Aufbereitung dann manuell oder maschinell erfolgt, ist dabei egal. Wenn wir uns dann jetzt mal so einen Spender angucken, fällt unter den genannten fixen Innen- und Außenteilen in jedem Fall das Gehäuse, der Bedienhebel und aber auch natürlich die Auslaufblende. Hinzu kommt natürlich die Pumpe, die jedoch je nach Spenderkonstruktion nicht unbedingt fixer Bestandteil ist, sondern auch einfach entnommen werden kann, von vorne beispielsweise. Das wird aus der Empfehlung also nicht ganz klar, aber ganz grundsätzlich sollte die Pumpe natürlich auch aufzubereiten sein. Ja, ich habe insgesamt das Gefühl, dass die Aufbereitung häufig stiefmütterlich behandelt wird.
Siehst du die Krinko, Andreas, auch in der Pflicht, die Empfehlung vielleicht etwas schärfer zu definieren und zu formulieren? Mit der Einschätzung der stiefmütterlichen Behandlung, da hast du wohl recht. In den meisten Krankenhäusern wird tatsächlich oder werden tatsächlich Spender und dazu gehörende Mehrwegpumpen gar nicht oder ungenügend aufbereitet. Unter anderem natürlich, weil es einen erheblichen logistischen und ökonomischen Aufwand bedeutet für die Einrichtung. Ich glaube, klare Empfehlungen sind aufgrund der Vielfalt der Spender sicherlich schwierig und manche Spender und Pumpen lassen sich gar nicht aufbereiten. Es gibt durchaus Hersteller, die behaupten, ihre Spendersysteme brauchen nicht aufbereitet werden, da sie nicht kontaminiert werden können. So etwas gibt es für mich, also gibt es schlechthin nicht. Und insofern muss ja, um überhaupt einen Spender, das ist auch in der Krinko-Empfehlung entsprechend niedergeschrieben, um einen Spender in der Gesundheitsrichtung einsetzen zu dürfen, braucht es entweder der Zulassung als Medizinprodukt oder zumindest eine Aufbereitungsvorschrift durch den Hersteller. Und insofern sind solche Geräte, die keine Aufbereitungsvorschrift haben, weil sie in Anführungsstrichen nicht aufbereitet werden brauchen, dürfen gar nicht auf dem Markt oder dürften gar nicht im Krankenhaus existieren und müssten bei einer entsprechenden ja, Untersuchung oder entsprechenden Angucken durch die Gesundheitsbehörden müssten dann auch entfernt werden. Aber das ist alles ja, schwierig. Wir wissen auch, neben dem Krankenhauspersonal sind auch Gesundheitsämter durchaus unterbesetzt und können die Vielfalt der Aufgaben gerade jetzt auch in der Zeit der Pandemie gar nicht im entsprechenden Umfange wahrnehmen. Ja, sehr gut. Ein nicht zu unterschätzender Aspekt bei der Verbesserung, also wir kommen jetzt von den mikrobiellen Aspekten zur Verbesserung der Händehygiene, denn hier können auch Spender unterstützen, ja, sind sensorgesteuerte Spendersysteme. Also Geräte, die nicht berührt werden müssen, um die erforderliche Menge an Händedesinfektionsmittel zu erhalten. Studien haben gezeigt, dass sich das Klinikpersonal tatsächlich häufiger die Hände desinfiziert, wenn berührungslose Spender eingesetzt werden. Die Krinko sieht das auch so und möchte das auch so, führt aber in erster Linie hier den hygienischen Aspekt an. Denn alles, was nicht angepackt werden muss, wird wahrscheinlich auch weniger kontaminiert sein. Mittlerweile gibt es sogar Spendersysteme, die im Falle eines Batterieausfalls über sogenannte Nothebelchen ihr Desinfektionsmittel abgeben. Also ist man dort auch auf der sicheren Seite und insgesamt eine wirklich sehr sinnvolle Sache, die Automatikspender. Andreas, die Frage hier von meiner Seite an dieser Stelle: Wo macht es aus deiner Sicht auf Station oder auch generell im Krankenhaus am meisten Sinn, auf berührungslose Spender zu setzen? Denn ich sag mal, die manuellen Spender sind ja schon in der Überzahl, wenn man sich mal so ein Krankenhaus anguckt. Das entspricht absolut der Wahrheit. Ich sehe berührungslose Spender dort richtig und hochfrequentiert eingesetzt, wo es sehr häufig zu Bedienungen kommen muss, nämlich da, wo viele Indikationen zur Händehygiene existieren. Das ist zweifelsohne auf Intensivstationen und in der Medicare-Station in der Patientennähe. Dort würde ich sie sehen, dass sie am ehesten hingehören oder Bereiche habe, wo halt multiresistente Erreger oder andere hochkontagiöse Erreger da sind, um praktisch die Möglichkeit der Kontamination des Spenders nahe Null zu halten. Dort würde ich sie auch gut positioniert sehen. Es ist ja mal so ein bisschen das Kontraargument mit den Kosten, die entstehen, auch im Betrieb durch die Batterien, die genutzt werden müssen. Das ist wohl richtig, aber letztendlich oder das Ausfallrisiko, was mache ich denn, wenn der Spender praktisch die Batterien am Ende sind und der Spender nicht mehr benutzt werden kann?
Gut, da gibt es die Lösung mit diesen von dir schon genannten Nothebeln, um das denn doch wie einen manuellen Spender, also praktisch mit der Hand, doch betreiben zu können. Letztendlich sind da aus meiner Sicht die Hersteller von solchen Geräten aufgefordert, energiesparende Modelle auf den Markt zu bringen, wo halt eine Batterie Jahre hält oder Batterien Jahre halten oder sogar alternative Energieversorgungsmöglichkeiten geschaffen werden. Das ist in der Pipeline bisher nicht in der Praxis, aber ich denke, da wird in der Zukunft was kommen. Auf der anderen Seite ist es halt so, und du sagtest, es gibt Daten, dass die Nutzung von Touchless, also berührungslosen Spendern, schon hinsichtlich der Handy-Compliance Vorteile haben. So sehen wir hier auf dem Bild ja auch einen Spender in Signalfarbe. Und das ist letztendlich auch in Studien nachgewiesen, dass auch die Signalfarbe, das ist jetzt unabhängig, ob ich einen Touchless-Spender habe oder einen manuellen Spender habe, dass die auch letztendlich durch ihre Nicht-Übersehbarkeit, ich sage es mal ein bisschen kompliziert, letztendlich die Handy-Compliance verbessert werden kann. Ja, prima. Vielen Dank. Ein Thema hier an dieser Stelle, das die bereits angesprochene Aufbereitung tangiert, ist der Einsatz von Einwegpumpen im Spender. Inwiefern ein Risiko von Händedesinfektionsmittelspendern ausgeht, also ein mikrobielles Risiko, ist nicht ganz klar, beziehungsweise ein Risiko ist bislang überhaupt nicht nachgewiesen. Sehr wohl konnten allerdings Studien aus dem Jahr 2007 und Jahr 2011 zeigen, dass kontaminierte Handwaschpräparate im Spender Ursprung von Ausbrüchen waren. Das ist gerade dann problematisch, wenn die Aufbereitung nicht im erforderlichen Umfang durchgeführt wird. Und so sieht es die Krinko in ihrer Empfehlung als günstig an, dass bei Spendern für Handwaschpräparate Einmalpumpen verwendet werden und nach Gebrauch zusammen mit dem leeren Gebinde verworfen werden. Es scheint also so, dass die Krinko sich bei der Empfehlung für Einmalpumpen noch zurückhält. Andreas, wie siehst du den Einsatz von diesen Einwegpumpen? Ja, das können wir eigentlich ganz schnell auf einen Punkt bringen. Es ist einfach hygienischer, und im Vergleich zur Aufbereitung von Mehrwegpumpen auch ökonomischer. Wenn ich natürlich davon ausgehe, wenn ich keine Mehrwegpumpe aufbereite, habe ich natürlich dahingehend null Kosten, was aber nicht den Normen und den Anforderungen entspricht, um hygienisch arbeiten zu können oder ja, entsprechende Hygiene dort durchzusetzen. Dann ist natürlich der Einsatz einer Einmalpumpe teurer. Aber ich sag mal, im Vergleich einer regelhaften Benutzung und Aufbereitung von Mehrwegpumpen, im Vergleich zum Einsatz von Einwegpumpen ist der ökonomische Vorteil ganz klar auf der Seite der Einwegpumpe. Denn eine Aufbereitung von Mehrwegpumpen ist logistisch und also da stehen Anforderungen im Raum und auch personell. Muss man da einiges reinsetzen, um das wirklich auch qualitativ und sicher durchführen zu können? Ja, als letzte Anforderung, die aus Kapitel 7 an die eingesetzten Spender im Krankenhaus definiert wird, ist, dass die Spendersysteme so konzipiert sein sollten, dass die Herstellerhinweise und auch Füllstände ohne Manipulation identifizierbar sein sollten. Das heißt, dass nicht erst die Flasche aus dem Spender genommen werden muss, um überhaupt zu sehen, welches Mittel gerade dort verwendet wird oder ob ich die Flasche vielleicht mal wieder wechseln muss. Dieses Feature sieht man eigentlich bei den allermeisten Spendern, die auf dem Markt existieren. Meist abgebildet über Sichtfenster in der Front oder durch komplett offene Systeme von vorne. Ich denke, dieser Punkt ist eigentlich soweit klar, wobei auch mittlerweile dank intelligenter Spendersysteme eine Füllstandsüberwachung möglich ist.
Welchen Mehrwert bieten diese intelligenten Systeme zu diesem Punkt, Andreas? Bevor ich darauf eingehe, möchte ich nochmal sagen und uns vor Augen führen, dass es das mannigfaltige Angebot an Händedesinfektionsmittel in den Euroflaschen mit entsprechenden Etikettierung sehr, sehr, oder die Etikettierung ist dort sehr unterschiedlich. Mal stehen die Hinweise oben, dann mal unten, dann mehr an der Seite und so weiter und so fort. Also ich glaube, um dem gerecht zu werden, sind die Spender, die vorne völlig offen sind, letztendlich die Besten oder die Anforderungen am vernünftigsten oder am sichersten erfüllen. Ja, jetzt nochmal Füllstandsüberwachung durch intelligente Systeme. Da muss ich eindeutig sagen, stellt einen Riesenvorteil dar. Denn was ist das Problem im normalen Alltag? Dass eine Flasche, die leer ist, nicht rechtzeitig gewechselt wird, ich durchaus Leerstandszeiten in Kauf nehmen muss. Das kann man halt mit solcher Füllstandsüberwachung über Monitoring-Systeme verbunden mit Alarmsystemen, oder dieser Alarm wird dann über zum Beispiel E-Mail versandt an denjenigen oder an die Abteilung, die letztendlich die Flaschen wechseln muss. Und das ist ja dann kein Leerstandsalarm, sondern entsprechend der Verwendung ist dort eingestellt, bei welcher Menge sollte ich die Flasche in welcher Zeit wechseln, um einen Leerstand möglichst auszuschließen. Das ist nicht zuletzt ein klares Bekenntnis beziehungsweise ein klarer Schritt zur Verbesserung der Handyhygiene-Compliance. Man möge sich nur vorstellen, wir haben auf der Normalstation ein Zweibettzimmer. Laut Klinko-Empfehlung ist dort ein Spender für die beiden Bettplätze vorzusehen oder vorzuhalten. Und der steht 3 Stunden leer. Was macht das Personal gerade in der Frühschicht, wo die meisten pflegerischen Handlungen auszuführen sind? Ja, und da ist der Spender leer. Wir brauchen da nicht Illusionen haben. Es wird kaum jemand in die Nasszelle des Zimmers oder wenn die zum Beispiel gar keine Nasszelle hat, auf den Flur oder sonst wohin gehen, um sich die Hände zu desinfizieren. Dafür ist ist die Zeit eigentlich auch gar nicht da. Und dann haben wir das Problem, dass über 3 Stunden oder 2 Stunden dort keine Händedesinfektion ausgeführt wird. Und das ist das Problem, was wir mit so einer Füllstandsüberwachung letztendlich deutlich oder verbessern und angehen können. Ja, prima, vielen Dank. Zuletzt möchte ich noch auf einen Aspekt eingehen, der nicht im Kapitel 7 der Krinko-Empfehlung auftaucht, sondern etwas weiter hinten, aus dem sich aber dennoch Aspekte für einen Hygienespender ableiten lassen. Hier geht es um die Qualitätssicherung, also darum, wie die Krinko die Händehygienequalität sicherstellen bzw. verbessern will. Dabei wird zunächst viel darüber gesprochen, wie die Händehygiene-Compliance verbessert werden kann. Hier sind ganz klassisch die Hygieneschulungen zu nennen, aber auch, dass Häuser ihre Spenderinfrastruktur analysieren, sage ich mal, und Ergebnisse der Händehygiene-Compliance auch an das Personal zurückmelden sollten. Ja, hierfür sind natürlich entsprechende Messsysteme erforderlich, um die Daten zu ermitteln. Und das führt uns dann wieder zurück zu den Spendersystemen. Denn neben den konservativen Methoden der Direktbeobachtung und der Bestellmengenerfassung werden elektronische Spendersysteme immer beliebter und liefern eine Hülle und Fülle an wichtigen Daten, um die geforderten Aspekte im Rahmen der beschriebenen Qualitätssicherung der Händehygiene abzubilden. Die Krinko fordert dazu, dass im besten Fall alle 3 Messinstrumente idealerweise kombiniert angewandt werden sollten. Andreas, auch du hast den Nutzen von elektronischen Spendersystemen ganz eng verfolgt und sogar eigene Untersuchungen durchgeführt. Welchen praktischen Mehrwert bietet das Monitoring für dich bzw. aus deiner Sicht für die Kliniken? Ja, die Grundlage
des Vorteils von Hygiene-Monitoring oder Handhygiene-Monitoring-Systemen ist einfach, dass wir permanente Daten zum Handhygieneverhalten erhalten. Das heißt, 24 Stunden am Tag, über die ganze Woche, das ganze Jahr, also einfach permanent Daten kreieren. Das heißt, wir wissen oder die Daten liefern uns Informationen darüber, welcher Spender, also in welcher Lokation, wurde wann, wie häufig benutzt, wie ist, welche Entnahmemenge ist also da, sind die 3 Milliliter zum Beispiel, die empfohlen sind für ein Handhygieneereignis oder eine Händedesinfektion, wurden die entnommen oder, also wir haben permanent Daten, die wir rückspiegeln können und die Basis sind für wirklich absolut gezielte Schulungen und ein zeitnahes Feedback an die, an das Personal auf der Station oder im OP oder egal wo, wiedergegeben werden können durch die Hygienefachkräfte. Aber was jetzt die, für mich die nächste Zukunft ist, die wir zum Teil ja schon realisiert haben, ist, dass wir letztendlich eine Art Autointervention geschaffen haben. Das heißt, dass wir keine personellen Ressourcen dafür mehr verbrauchen müssen. Zum Beispiel des Einsatzes einer sogenannten Feedback-LED an der SmartNose. Das ist ja eine intelligente Nachrüstblende, die diesen Ingoman Plus-Spender, der ja vielfach in den Kliniken und Gesundheitseinrichtungen vorhanden ist, praktisch diese dann durch kurzen Austausch der alten durch die neue Blende smart macht, wo eine LED integriert ist, die letztendlich grün aufleuchtet, wenn die entsprechende oder geforderte Menge an Händedesinfektionsmittel, diese 3 Milliliter, entnommen wurden. Also der Nutzer wird darauf hingewiesen oder ihm wird signalisiert, jetzt hast du die richtige Menge entnommen und von der Seite ist diese Handhygiene-Aktion in Ordnung. Weiter geht es eigentlich mit solchen Dingen, dass ein Feedback-Screen, also eine permanent laufende Rückinformation auf der Station installiert wird, der praktisch den Menschen, die diese Desinfektion durchführen müssen, nämlich das Pflegepersonal, die Ärzte, die Therapeuten, ihnen gezeigt wird. So ist die laufende Handhygiene-Performance und wo man ganz schnell erkennen kann, sind wir in dem von uns gewünschten Bereich der Handhygiene-Compliance oder der Handhygiene-Ereignisse pro Zeit, pro Patiententag oder nicht. Und somit kann man auch ganz schnell reagieren, wenn man sieht, dass die Leistung nachlässt und die Handhygiene nicht in dem Umfang durchgeführt wird, wie es gefordert wird. Ich glaube, das ist die Zukunft, dass wir ohne personelle Ressourcen weiter zu verbrauchen oder anwenden zu müssen, diese Sachen ja automatisch letztendlich rückgemeldet werden und dann der Vorteil auch zu sehen sein wird. Wie es auch in der vor 2 Jahren vorgestellten Studie bezüglich eines Feedback-Mechanismus vorgeführt wurde, dass die Feedback geben und auch Zielsetzung zusammen letztendlich eine nachhaltige Verbesserung der Handy-Compliance damit zu erreichen ist. Ja, sehr gut. Dann wären wir an dieser Stelle auch schon mit den wichtigsten Anforderungen in Bezug auf die Spendersysteme durch. Die Leitlinie ist dann doch insgesamt recht ergiebig. Die ausführliche Empfehlung der Krinko finden Sie auf den entsprechenden Seiten des Robert-Koch-Instituts, falls Sie da nochmal genauer nachschlagen wollen und die einzelnen Anforderungen nachsehen möchten. Ja, bevor wir in die Fragerunde gehen, möchte ich Sie noch abschließend auf weitere Medien aufmerksam machen von uns. Unser nächstes Webinar findet zu unseren H3-Spendersystemen statt. Also wir gehen weg von den Krankenhäusern hin zu Hotels, also eine Spenderserie, die für die Hotellerie entwickelt wurde. Wenn Sie da Interesse haben, können Sie sich gerne kostenfrei unter der Adresse training@opa.com anmelden. Ja, daneben möchte
ich Ihnen auch noch unseren E-Mail-Newsletter ans Herz legen, den wir monatlich publizieren. Die nächste Ausgabe erscheint dann auch schon kommenden Dienstag, also noch schnell anmelden. Der Newsletter ist natürlich komplett kostenfrei und auch jederzeit kündbar. Ja, besonders hervorheben möchte ich noch unser OMS-Forum, unser virtuelles, im September. Hier wird auch ganz viel über die elektronischen Monitoring-Systeme erzählt, die wir gerade auch in diesem Webinar angerissen haben. Also wirklich interessant. Es werden dort zwei Hygienefachkräfte über ihre Erfahrungen sprechen. Also da können Sie sich auch kostenfrei unter training@opat.com anmelden. Zu guter Letzt möchte ich Sie auch noch auf unseren TÜV-Kurs aufmerksam machen, also eine Weiterbildung zum Fachberater für Hygienespendersysteme. Hier findet der nächste Kurs im Dezember statt. Es sind noch wirklich wenige Plätze verfügbar. Falls Sie da Interesse haben oder auch für die Kurse im nächsten Jahr, können Sie sich auch unter der bekannten Adresse training@opat.com melden. Ja, dann schaue ich mal, was uns an Fragen erreicht hat. Ich sehe eine Frage an Andreas. Da geht es um die Kittelflaschen. Ja, da möchte ein Zuhörer wissen, in welchen Situationen machen eigentlich noch die Kitteltaschenflaschen Sinn? Wir haben ja jetzt gerade die verschiedenen Spendersysteme beleuchtet. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein paar Sätze zu verlieren. Ja, Markus, denke ich, das ist kein Problem. Diese Kitteltaschenflaschen machen für mich wirklich nur Sinn, wenn die anderen Lösungen nicht möglich sind. Der Grund oder was sind die anderen Lösungen, damit wir das nochmal uns vor Augen führen. Also die anderen Lösungen sind halt die von der Klinko auch empfohlen oder geforderten festmontierten manuellen Spender. Also festmontiert heißt entweder an der Wand oder halt mit einer entsprechenden Haltelösung am Bettrahmen, an irgendwelchen Stangen oder so. Also das ist für mich fest montiert und das eben als manuell oder berührungslos. Dann die nächste Abstufung ist, wenn das nicht zur Verfügung gestellt werden kann, ist ja, sehen wir ja sehr häufig im ambulanten Bereich, auf dem Tresen oder hier irgendwo abgestellt, diese mobilen Pumpspender. Da hattest du ja schon darauf hingewiesen, durch diesen kleinen, nur mit der Hand zu betätigen, diese Pumpe, Kontaminationsgefahr auch oder der Spender ist halt verschwunden, weil er eben nicht fest montiert ist. Und dann kommt eben diese Kitteltaschenflasche. Und ich will auch sagen, warum das so ist, dass es für mich nur die letzte Lösung ist. Ad 1 hattest du auch schon ausgeführt, Kontaminationsgefahr, ne? Dass die Flasche an sich, ja, weil sie überall mit hingetragen wird und im dummsten oder im schlimmsten Fall sogar in Isolationszimmer, wo eben multiresistente Erreger sind, dort mit reingenommen wird, vielleicht dann noch angefasst wird und sich die Hände desinfiziert, was ja sein muss. Dann kommt das Problem, die Flasche ist nicht dabei oder ist leer und wurde nicht nachgefüllt. Und dann sehe ich auch ein Riesenthema drin, dass gerade in den Kitteltaschenflaschen, die im Augenblick dort benutzt werden, dass jetzt aktuell nötige antimikrobielle Spektrum nicht vorhanden ist. Das heißt, alle Flaschen müssten ja verworfen werden oder müssten wohin gestellt werden und andere mit Desinfektionsmittel mit einem entsprechenden Spektrum, zum Beispiel begrenzt Virozid Plus oder Virozid, müssten jetzt genommen werden. Also ich glaube, es sind sehr, sehr viele Kontrapunkte, die da sind. Und aus dem Grund ist es für mich nur die letzte Lösung, um sich die Hände zu desinfizieren. Ja, sehr umfassend. Danke für die Ausführung. Ja, dann wären wir an dieser Stelle auch schon am Ende mit dem Webinar. Falls Sie Feedback haben oder Rückfragen zu den einzelnen Aspekten der Krinko-Empfehlung, können Sie sich natürlich unter training@opat.com jederzeit bei uns melden. Wir antworten schleunigst und wünschen Ihnen an dieser Stelle noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören.